Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir fahren immer noch Birnen von nach Vexieux von Dijon aus. Da stehen wir nämlich jetzt gerade bei Europa. Haben die aufgeladen. Ja, Gang haben wir noch nicht wieder drin. Ich wollte eigentlich das alles am Stück aufnehmen. Musste aber leider Gottes feststellen, dass es schon relativ spät war am Samstag, wo ich das aufgenommen habe. Und ja, da musste ich dann schnellstmöglich Arm und Wurf hier aufnehmen. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen raus, da auch der Rest... War ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht in die falsche Richtung, ne? Jo, mache ich auch. Sehr schön. Haben wir fein gemacht. Egal, dann fahren wir ja einmal im Kreis. Hier ist rot. Oh, jetzt rutscht meine Batterie hier gerade weg. Sorry. So. Und ja, als ich dann mit Arm und Wurf und allem fertig war, habe ich dann gedacht, na gut, dann machst du erstmal jetzt den Rest noch von dem Tag und dies und das. Und ja, ja, nun, heute war es auch noch wieder so, dass ich versucht habe, eigentlich, wir nehmen jetzt hier am Donnerstag auf, ich wollte eigentlich ganz in Ruhe noch einen Stream machen heute und wirklich ganz gechillten Tag machen. Und dann habe ich die ersten Videos aufgenommen von Car Mechanic und von Life as Usual, alles fertig gemacht und alles war schön, alles war schick, wunderbar. Guck in die Videos rein, um so kontrollmäßig, wie ich das immer mache, mal immer so was durchskippen, eventuell eine schöne Stelle finden für einen Thumbnail oder sowas. Obwohl bei denen habe ich immer das am Anfang, das Thumbnail. Video hier. Na, jetzt bin ich schon drüber gefahren, jetzt kann ich auch weiterfahren eigentlich, ne? Und stelle fest, da ist gar kein Ton. Ja, das war natürlich unschön. Aber gut, so, und deswegen ist das Stream auch ausgefallen. Dann habe ich die ganzen Videos normal aufgenommen und jetzt nehme ich noch ein bisschen ETS auf. Denke mal auch, dass ich jetzt erstmal nur ein oder zwei Folgen heute mache. Aber im ETS haben wir immer ein bisschen mehr Zeit zum Erzählen. Und heute ist der 10.8. Das heißt, ich bin genau 2 Monate auf YouTube. Ah, genau, 2 Monate. 10.6. habe ich mein erstes Video hochgeladen. Und ich bin immer noch überwältigt über das, was hier so passiert ist in den letzten 4 Wochen. Mag daran liegen, dass es beim Car Mechanic Simulator natürlich sehr viel Zuspruch gab und dass da wirklich sehr viele Leute deswegen jetzt hierher gekommen sind. Ich begrüße euch alle hier, also die jetzt das gucken und, ne? Eigentlich hatte ich mal ursprünglich vorgehabt, dass ich, wenn ich 50 Abonnenten habe, eine News-Folge in regelmäßigen Abständen bringe. Hatte erstmal so überlegt, monatlich eine, vielleicht aber auch wöchentlich eine. Ne? Das hatte ich dann so im Plan. Ich wollte die Facebook-Seite bis dahin fertig haben, alles noch nicht geschafft, weil ich so überwältigt war von dem, wie das hier lief und war dann auf dieser Euphoriewelle unterwegs und habe dann natürlich überpäst. Habe dann so viele Videos rausgehauen, dass ich es nicht mehr geschafft habe, aber gut. Aber fassen wir mal die 2 Monate zusammen. Wir haben es in den 2 Monaten geschafft, 4.500 Views zu ergattern. Das heißt also, 4.500 Mal wurde irgendein Video von mir angeklickt. Ob das jetzt lange geguckt wurde oder nicht so lange, zählt dabei nicht. Ne? Hauptsache wurde erstmal geguckt. So. Dazu kommt, dass wir insgesamt 72 Abonnenten jetzt sind. Also Stand jetzt sind es 72 Abonnenten. Was ja im Schnitt heißt, dass ich pro Tag, den ich quasi online bin, bei 2 Monaten, der eine hat 30 Tage, der andere hat 31 Tage, sind das 61 Tage, ziehen wir mal so 10 ab von denen, wo man sagt, naja, das ist jetzt ein Freund, Bekannter, dies, das, haben wir trotzdem pro Tag einen Abonnenten dazu gewonnen. Hätte ich nie erwartet. Beim besten Willen hätte ich nie erwartet. Ich habe so gedacht, naja, hier komm, dann machst du so ein bisschen Video, dies und das, ne, alles wunderschön, und dann gucken da irgendwie 5 Mann zu und ja, mal gucken, ne, was da so kommt. Weil der Markt ist ja doch recht übersättigt. Muss man ja, kann man nicht anders sagen, der Markt ist einfach übersättigt. Aber ich habe in diesen 2 Monaten auch schon Menschen kennengelernt, die sehr nett sind. Also ich erinnere da an Jonas, der mit mir mitfährt in World of Warships. Wirklich ein sehr netter, ein sehr netter junger Mann. Das macht richtig Spaß auch mit ihm, voilà, nicht Schaden an der Birne machen, dort zu fahren und mit ihm so nebenbei zu quatschen und dazu kommt, dass wir wirklich uns auch
nach den Aufnahmen oder am Abend dann durchaus im Discord treffen und mit ein bisschen miteinander quatschen. Aktuell, ich weiß ja nicht, ob er zuguckt, aber er spielt dieses Spiel wohl auch selber, aber hauptsächlich spielt er jetzt für Car Mechanic, habe ich auch mal ein bisschen mit Eirik gequatscht. Denn, weiß ich nicht, vielleicht kennt ihn einen aus dem Stream oder hat auch schon mal gesehen, dass er kommentiert hat unten. Aber vorwiegend CMS. Also Car Mechanic Simulator. Also, man lernt Menschen kennen, ich finde das schön, also das ist echt was mir sehr gefällt. Aber wie gesagt, sorry, Hose im Hals, oh, ich muss schon trinken. Sorry. Aber das ist wirklich wahnsinnig interessant. Also es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und deswegen ist mir das auch egal, wenn ich dann quasi nächsten Tag auf Arbeit mal ein bisschen sparsam aus der Wäsche gucke und ein bisschen müde bin und erstmal mehr am Überlegen, war das eine gute Idee, heute so früh aufzustehen, aber es ist immer eine gute Idee, früh aufzustehen, weil dann bin ich früh zu Hause und kann Sachen für YouTube machen dann, ne? Dann kann ich sagen, ja, okay, ich schaffe das heute, die Videos zu machen und den Stream umzuschmeißen. Hätte ich heute auch geschafft. Es war auch eingeplant, dass ich den guten Mann hier einmal besuche. Hoppala. So viel zum Thema Verkehrsüberwachung. Das war alles eingeplant. Und dass ich heute, also Donnerstag, jetzt auch noch einen Stream mache, aber leider Gottes hat dann Windows Update was dagegen gehabt, meine Soundsteuerung so zu lassen, wie sie vorher wäre und deswegen, oder vorher war. Und deswegen war das Mikrofon im OBS leider Gottes aus. Was denn dazu führt, dass ich leider Gottes mehrere Teile, also drei Folgen nochmal aufnehmen musste und das wären genau die drei Sachen gewesen oder die drei Folgen. Ja. Ich hätte jetzt wirklich nur noch ETS gebraucht. Alles andere hatte ich fertig. Ja, nun musste ich das alles nochmal machen. Schade. Oh gut, habe ich mich in den anderen Videos am heutigen Tage eh schon mehrfach drüber ausgelassen. Gut, wir fahren hier, also was fahren wir über Birn, ne? Waren es genau. Wir fahren Birn in Richtung Schweden, ne? Växjö, da waren wir auch noch nicht. Das ist auch wieder eine sehr, sehr, sehr lange Tour. Das wird uns dann wahrscheinlich, denke ich mal, nächste Woche auch noch mit beschäftigen. Da werden wir noch Spaß dran haben. Ja, ich meine, also ihr könnt ja auch mal ganz kurz, also wenn ihr jetzt hier guckt, von denen, die regelmäßig vielleicht andere Videos auch gucken und die, also könnt ihr eure Erfahrungen, die ihr so in den 2 Monaten gemacht habt, von mir aus auch mit mir, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt, könnt ihr ja eigentlich unten mal dann in die Kommentare schreiben. Das würde mich schon interessieren. Ich muss das unbedingt hinkriegen mit so einer News-Folge mal, dass man da wirklich sagen kann, hey, der schmeißt am Sonntag eine Folge raus, wo dann erstmal sagt, so wie die Woche abläuft, welche Sachen kommen und so weiter und so fort. Eigentlich hatte ich heute geplant, entweder nochmal den Train Fever, also Transport Fever zu machen, oder mal was ganz Neues, nämlich Steel Division. Guck mal, ihr schickt dann mich über die Tankstelle. Vom. Interessant, ne? Vom guten Planer her. Wäre ja kürzer. Wir fahren ja jetzt quasi außen rum den Bogen und über die Tankstelle werden wir jetzt innen durchgestoßen, aber das ist interessant. Also. Ja, genau. Und was ganz Neues, also Steel Division wollte ich eigentlich machen. Und da das so Bootcamp, ich weiß jetzt nicht, wie das ankommt oder ähnliches oder ob es überhaupt ankommt, weil es ja wirklich ein Hardcore-Game ist, das ist wirklich so ein Insel-Game, so was so einige Leute spielen und. Ja, da wollte ich auch mal ein Let's Play zu machen, aber das wie alles, also uns wurde auch die Frage gestellt nach einem Let's Play für Transport Fever. Würde ich liebend gerne machen, aber ich habe die Zeit dazu nicht. Also da müsste ich dann irgendwas anderes jetzt fallen lassen, weglassen, um das zu machen und naja, muss man mal gucken. Also, wie wir das hinkriegen. Jetzt hier 97, 98. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Da geht was. Tuning haben wir noch nicht gemacht. Das müssen wir immer noch mal nachholen. Ach Mensch, vergesse ich jedes Mal, dass ich Chiptuning machen wollte, ne? Kriege ich aber auch noch hin. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Gas reingeben. Das hat jetzt so schön geschafft. Da haben wir schön gerollt, ein bisschen schneller gewesen.
und haben fast kaum, kaum Treibstoff verbraucht. Ja, ich glaube, ich nehme heute bloß diese eine Folge noch auf. Das ist gerade zu sehr meins, als dass ich da heute noch großartig was machen kann. Ach je, da muss ich morgen oder beziehungsweise Sonnabend früh dann richtig reinhauen. Naja gut, dann werden wir es Sonnabend früh wahrscheinlich machen. So, dann kriegen wir hier wieder Achse bezahlen. Also Maut. So, dann gucken wir mal. Oh, das ist alles gesperrt, okay. Oh, 67 Dollar Euro geht ja noch. So, dann heizen wir hier mal los. Ob hier innen einer ist. Den kriegen wir locker ausbeschleunigt. Boah, haben wir schon Schaden auf der Fracht gemacht? Nein. Gut. Vorhin, wo wir da über den Bordstein sind, dann hätte es durchaus passieren können, dass wir schon ein bisschen Schaden gemacht haben. Aber hier nachts um 2 ist hier ordentlich noch was los, ne? Wir haben jetzt 2 Uhr 21 hier, mitten in Frankreich. Ah, es ist was los. Eigentlich hätte ich da ja drüber, hätte ich eigentlich in der Folge machen müssen, die man dann an diesem Donnerstag lief, aber naja, gut. Da wusste ich gar nicht die aktuellen Zahlen nicht. Und da hat sich ja echt noch was geändert, ne? Also von letzter Woche Donnerstag bis jetzt sind so, glaube ich, 12 oder 13 Abonnenten mehr geworden. Also war ja wirklich Wahnsinn, was da am Wochenende abging. Ich bin immer noch überwältigt von euch. Dankeschön. Da muss ich ehrlich mal sagen, Dankeschön an euch alle. So, was machen wir denn jetzt hier gleich? Das sieht aus, als wenn wir hier in irgendeine Stadt reinfahren. Vielleicht mal gucken, an welcher Stadt wir hier vorbeifahren. In Frankreich kenne ich mich auch so ganz, ganz schlecht aus. Also da ist so ganz grob weiß man Marseille, wo es liegt, Bordeaux und Paris und dann noch so ein bisschen, ja, Le Havre kennt man dann noch. Aber sonst so diese ganzen anderen Städte, also wo jetzt Dijon direkt in Frankreich gelegen hätte, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. So, hier fahren wir an Metz vorbei. Okay. Und dann darf man hier auf 95 durchheizen. Darf man sogar, finde ich gut. So, finde ich ganz gut. Und? Ah, hier ist Verkehrsüberwachung. Guck mal, 90 darf man hier, alles klar. Dann können wir ja noch ein bisschen reden. Wir fahren nämlich gerade erst 80. Da steht ja der Pizza. Sind wir jetzt an Metz vorbeigekommen? Das ist auch nicht schlecht. Ja, alles noch Städte, die wir alle noch erkunden müssen. Ne? Also das ist natürlich. Das wird uns nicht verborgen bleiben. Wir werden diese Städte alle mal besuchen. Es ist ja immer noch Ziel, dass wir jede Stadt hier auf dieser Karte einmal besucht haben. Und halt, na gut, wir haben jetzt schon 11.700 Kilometer runter, dass wir dann früher oder später das auch mit anderen LKWs tun. Ich bin ja mal gespannt auf meinen Fahrer, wie es wem so ergeht und wie viel Geld der so alles einbringt. Und ob sich diese Rieseninvestitionen, beziehungsweise diese 400.000 Kredit, die wir jetzt dort haben, ob sich das auch wirklich lohnt. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass das noch ein bisschen eine Fehlinvestition war. Aber ich denke mal, kriegen wir schon hin. Also ich meine, alleine mit unserem Auftrag jetzt machen wir 44.000, dann sind wir bei 120.000 schon wieder. Da könnte man sich schon fast wieder einen kleinen LKW kaufen und den zweiten Fahrer dann einstellen und dann denke ich mir mal, ja, da noch 50.000 Kredit drauf aufnehmen und dann haben wir noch 50.000 Notreserve, wenn es denn wirklich ernst wird. Und das sollte man erfahren können. Gut,
am nächsten Rastplatz, machen wir aber Ruhe. Dann ziehen wir nämlich unsere Pause durch. Dann haben wir nämlich die Viertelstunde jetzt voll und dann werden wir uns dann am Samstag wiedersehen. Ich wünsche euch allen noch einen richtig schönen Freitag. Genießt den Tag noch und wenn alles gut läuft und ihr das jetzt abends 20 Uhr rumguckt, dann guckt auch bei mir live vorbei, weil ich werde wohl versuchen oder ich werde es wohl, ja, vielleicht sogar schaffen, einen Livestream heute Abend zu machen. Dann weiß ich noch nicht, was. Ja, das ist wieder so eine Sache, aber ich denke mal, es wird ein Transportfieber werden. Weil WoWS, das wird jetzt erstmal. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Auch noch kommen irgendwann wieder, aber nicht so schnell. So, ich tanke jetzt hier noch und sage euch, dass das eine Folge Euro Truck Simulator 2 war. Hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir haben voll getankt. Wir werden noch ganz kurz vorgucken, damit wir dieses Pling dann jetzt haben hier vom Bezahlen. So, jetzt haben wir bezahlt. Alles gut. Wir parken hier. Na, aus. Und Ruhe. Auf Wiedersehen.